Hallo, hier ist Muho. Wir haben den 24. August. Es ist noch sehr heiß hier in Japan. Vielleicht ist es in Deutschland auch nicht anders. War sehr, sehr heiß dieses Jahr. Was das Gemüse allerdings gefreut hat, besonders die Tomaten sind dieses Jahr sehr gut gediehen, aber auch die Gurken, Auberginen. Wir haben mehr zu essen, als wir verspeisen können zurzeit. Was gut ist. Morgen mache ich mich auf in Richtung Deutschland. Ich werde erst noch 2 Nächte in Osaka sein. Dann geht's los. Mein erster Vortrag wird am 31. August sein. Und dann gibt es einen Sazen-Tag danach. Das ist in Stuttgart. Freitag, Samstag bin ich in Stuttgart. Und danach geht es Stück für Stück Richtung Nordwesten. Erstmal nach Heidelberg, dann nach Nürnberg, dann nach Bonn, Trier, dann nach Heerlen im Süden der Niederlande. Und danach bin ich in Köln. Und auch an den Tagen, wo keine Vorträge angesagt sind, bin ich zum Teil dann im Fernsehen oder auch im Radio werde ich zu hören sein. Das werde ich dann noch ansagen, wenn es aktuell ist. Zu der Reise bin ich eingeladen worden vom Berlin Verlag, bei dem am 4. ein neues Buch herauskommen wird. Das Meer weist keinen Fluss zurück. Wie auch beim letzten Mal bin ich gebeten worden, einige mal Kalligrafien zu pinseln. Ich weiß nicht, ob man das Kalligrafie nennen kann. Naja, für einen Deutschen sieht es vielleicht einigermaßen wie eine Kalligrafie aus. Ein Japaner würde wahrscheinlich eher die Stirn runzeln. Diese Pinselei hier zum Beispiel das Titelbild. Das ist das sino-japanische Schriftzeichen für Liebe. Und dann die jeweiligen Kapitel haben auch jeweils so eine Pinselei. Das Schriftzeichen hier bedeutet auch Liebe, allerdings eher in der Bedeutung von romantischer Liebe oder dem Verliebtsein. Das ist das Zeichen für Partnerschaft. Und das wäre, naja, sowas wie die Freundschaft von Gleichgesinnten. Zweimal das Zeichen für den Mond. Das ist das Zeichen für, naja, was man im Buddhismus gern das Mitgefühl nennt. Das Wunderbare, das Wundersame. Die Aufmerksamkeit. Die Einsamkeit oder auch das Alleinsein, was ja auch das Einssein mit allem bedeuten kann. Zweimal die Mutter, dasselbe Schriftzeichen. Das braucht wohl keine Erklärung. Und hier gibt es den Weg. Okay, also das Buch, im Moment ist es noch nicht auf dem Buchmarkt, man kann es schon vorbestellen, aber ich hoffe, dass es euch interessieren wird. Ich hoffe, dass es auf Interesse stößt. Es geht um Liebe in verschiedenen Bedeutungen. Zum einen Kinderliebe, Elternliebe, Heimatsliebe, aber auch die romantische Liebe. Ich schreibe da auch über meine eigene
Erste Liebe, ein ganzes Kapitel. Vielleicht zu viel, vielleicht für manchen Geschmack ein bisschen zu viel. Dann geht es aber auch um die Liebe in der Sangha zwischen Meister und Schüler. Und um die Liebe, die im Neuen Testament Agape heißt, die bedingungslose religiöse Liebe, natürlich auch. Von der es manchmal heißt, dass sie im Buddhismus ein wenig zu kurz kommt im Vergleich zum Christentum. Ob das wirklich so ist, darum geht es dann auch in dem Buch. Das ist vielleicht das Kernthema, wie sich Christentum und Buddhismus in Bezug zur Liebe unterscheiden oder vielleicht gar nicht so sehr unterscheiden, sondern an der Wurzel vielleicht doch berühren. Von Dogen wird auch die Rede sein. Und natürlich auch von meinem gegenwärtigen Leben mit all den kleinen Problemen und Schwierigkeiten, die es hier so gibt. Also, wer von euch die Gelegenheit hat, zu einem dieser Vorträge zu kommen, ist natürlich herzlich eingeladen. Ich werde die ganzen Infos und Termine hier drunter kopieren. Hauptsächlich bin ich im Süden und Südwesten. Leider dieses Jahr wird es keinen Termin in Berlin geben. Aber vielleicht ergibt sich ja mal wieder irgendetwas. Okay, so viel für heute und ich hoffe, dass man sich sieht.